Heute erwartet euch ein herbstlicher Flammkuchen mit Kürbis, Birne und Gorgonzola. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn ihr habt entschieden, was wir heute zubereiten werden. In meiner Facebook-Gruppe sowie auf Insta habe ich euch gefragt, habt ihr Lust auf einen herbstlichen Flammkuchen oder lieber ein Kürbisbrot? Und ja, die Entscheidung war eindeutig, ihr wolltet alle einen herbstlichen Flammkuchen. Und ja, ich habe hier schon alles aufgebaut. Wir gehen zusammen die Zutaten durch und dann kümmern wir uns auch schon um den Teig, denn er muss eine Stunde gehen. Wir brauchen für unseren herbstlichen Flammkuchen natürlich einen Kürbis. Ich habe mich für den Hokkaido entschieden. Es ist so ein allgemeiner, ja, Kürbis, den man im Herbst gut verarbeiten kann, denn hier können wir auch die Schale mit essen. Dann eine Birne sowie eine rote Zwiebel. Auf einen Flammkuchen gehört natürlich Speck und ich liebe Speck. Dann brauchen wir noch Gorgonzola, das sind jetzt 100 Gramm. Das Ganze werde ich nachher noch in Würfel schneiden, sodass wir das gleichmäßig darauf verteilen. Wir brauchen einen Becher Schmand, 200 Gramm, Olivenöl, Dinkelmehl, 630, Salz und natürlich brauchen wir Hefe. Ich arbeite am liebsten mit frischer Hefe, ihr könnt aber natürlich auch trockene Hefe verwenden. So, los geht's! Als erstes machen wir natürlich den Teig. Und wie immer, zum Teigkneten brauchen wir das Knet- und Mahlmesser. Ihr erkennt das Knet- und Mahlmesser an dem kleinen Öhrchen, was hier nach oben geht. Wir setzen es ein und zuallererst kommt das Wasser rein. Ein halber Teelöffel Zucker. Und dann kommen die 20 Gramm Hefe rein. So. Die Hefe sowie das Wasser und der Zucker werden jetzt erwärmt. Dazu wählen wir die Stufe 3, 35 Grad für 3 Minuten. Wie ihr hören könnt, sind die 3 Minuten zu Ende. Unser Wasser hat jetzt die perfekte Temperatur, dass die Hefe arbeiten kann. Also werden wir jetzt die anderen Zutaten hinzugeben. Einen halben Teelöffel Salz. Dann kommen unsere 350 Gramm Mehl hinzu. Und wir benötigen noch 3 Esslöffel Olivenöl. So. Das Ganze lassen wir jetzt mit dem Teigprogramm P2 kneten. Das Programm läuft 3 Minuten 30 und danach springt das Programm automatisch in den Gehvorgang. Sprich, die Preppy geht so auf ca. 35 Grad hoch. Das ist die perfekte Temperatur, dass der Hefeteig richtig schön aufgeht. Hier ist ein Counter und der zählt dann runter. Und in der Zwischenzeit werde ich jetzt alles vorbereiten. Sprich, ich werde 250 Gramm Kürbis in Spalten schneiden, aber das zeige ich euch dann nochmal. Beziehungsweise nicht schneiden, hobeln. Wir wollen es ja ganz, ganz dünn haben. Genauso werde ich die Birne hobeln und die Zwiebel. Und ja, bis gleich. So, die 3 Minuten 30 sind zu Ende und ich wollte euch kurz noch was zeigen. Ich habe jetzt einfach nur einmal auf Stopp gedrückt. Das ist sozusagen Pause. Wir unterbrechen damit nicht das Programm. So sieht der Teig jetzt aus. Wir können ihn natürlich so jetzt drinnen lassen, aber ich hole das Messer jetzt raus. Das ist jetzt einfach einfacher, denn wenn der Teig nachher aufgegangen ist, hat er sich fast um das komplette Messer gewickelt und daher hole ich es mit dem Spatel, bitte, bitte nicht mit den Fingern, raus. Und stelle ihn dann wieder auf den Motorblock rauf und lasse den Teig dann gehen. Und so kann ich später einfach mit dem Spatel reingehen und das rausholen.
ist viel, viel einfacher, als wenn er wirklich komplett aufgegangen ist und um das komplette Messer herum ist. So. Ich ziehe es jetzt noch so ein bisschen runter. So sieht es jetzt hier drin aus. Und ja, der hat jetzt schon eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Also er klebt nicht an den Händen. Und ja, dann ruhe dich mal gut aus, lieber Hefeteig. Ich kümmere mich jetzt um meinen Kürbis. Ich habe mir jetzt schon mal die Birne gefüttelt, die Zwiebel geschält und 250 Gramm Kürbis in ungefähr so große Stücke geschnitten. Denn das Ganze hobe ich jetzt. Ich verwende den großen Hobel, Küchenhobel vom Pepper Chef. Da habt ihr nämlich drei Einstellungen, ganz dünn, mittel und dick. Und ich verwende jetzt die mittlere Stufe und kann hier einfach hobeln und habe ganz gleichmäßige Stücke. Aber bitte, bitte passt auf eure Finger auf, das Ding ist verdammt scharf. Guckt mal, wie schön gleichmäßig jetzt meine Kürbisstücke sind. Und das Ganze machen wir auch mit der Zwiebel und der Birne. Jetzt wird es mir doch zu heikel mit meinen Fingern. Daher verwende ich jetzt für den Fingerschutz und packe die Stückchen jetzt hier einfach nur rein und mache es. Das Ganze machen wir jetzt auch mit der Zwiebel. Für die Zwiebel nehme ich die Stufe 1, denn dann haben wir ganz, ganz dünne Zwiebelringe. Schöne Zwiebelringe, die sind auch perfekt für den Burger. So, als nächstes kommt unsere Birne. Die will ich auch in Spalten. Dafür mache ich Stufe 2. Ich habe jetzt hier die zwei Stückchen reingesetzt. Ich glaube, das ist ein bisschen viel Belag. Ich schreibe euch die ganzen Mengen und natürlich die Rezeptanleitung hier unten in die Infobox rein. Fertig. Meine Birne war noch nicht ganz reif, daher ist sie geschmacklich, naja, hätte besser sein können. Das sind jetzt unsere Zutaten für den Flammkuchen. Ich habe mir jetzt schon den Zauberstein bereitgestellt, den Zauberstein Plus. Ja, die mir schon länger folgen, ihr wisst, ich arbeite fast ausschließlich mit der Stoneware, weil es einfach so easy ist, sei es herzhafte Sachen, Fleisch, Gemüse, alles wird wirklich richtig schön knusprig. Die Reinigung ist einfach und wir brauchen kein Backpapier mehr, denn der Stein bildet eine natürliche Antihaftbeschichtung, die Patina. Und daher können wir darauf auch gleich ausrollen, ohne irgendwie was Besonderes zu machen. Und schaut euch mal den Hefeteig an, der ist richtig schön aufgegangen. Wenn euer Stein neu ist, dann müsst ihr ihn am Anfang mit einem hocherhitzbaren Fett einpinseln. Aber von Mal zu Mal wird er dunkler und glatter und dann braucht ihr wirklich nichts mehr machen. Und das Schöne ist, ihr spart wirklich Backpapier. Und ihr kennt es sicherlich alle, wenn man auf dem Backpapier was ausrollen muss, dann hält man mit einer Hand was fest und mit der anderen rollt man, fällt alles weg. Aber das werdet ihr jetzt sehen. Und dadurch, dass ich das Messer schon rausgenommen habe, kann ich jetzt ganz, ganz easy den Teig hier einfach raufgeben, ohne jetzt auf das Messer achten zu müssen. Leer ist der Topf. Ich mache mir am liebsten eine kleine Kugel und dann kann ich ganz entspannt
auf meinen Stein ausrollt. Er ist diesen Monat übrigens im Angebot für 50 statt 60 Euro. Aber auch die Infos sowie das Rezept findet ihr hier in der Infobox. Genial aus und ich bin mir sicher, der wird schmecken. Meine Freundin hat ihn mir empfohlen und jetzt geht das Ganze für ca. 25 Minuten in den Ofen. Ihr Lieben, ich habe doch noch was vergessen. Ich wollte doch noch Kürbiskerne über unseren Flammkuchen machen. Das habe ich gerade schon gemacht, ungefähr eine Handvoll gleichmäßig verteilt und habe ihm damit den letzten Schliff gegeben. Ich habe den Flammkuchen gerade aus dem Ofen geholt und sieht der nicht phänomenal aus? Also, ich bin jetzt schon ganz verliebt. Einfach nur vom Optischen her. Und wir werden ihn jetzt natürlich anschneiden und kosten. Die Steine sind alle schneid- und kratzfest. Ihr könnt direkt darauf schneiden. Und ja. So. Ich werde gleich mal ein paar Stückchen schneiden, so können die Männer draußen zugreifen. Die sind nämlich gerade ganz, ganz fleißig im Garten. So. Wahrscheinlich werde ich mir gleich die Schnute verbrennen, weil es auch so heiß ist. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie schön hell unser Boden von unten ist. Da ist wirklich nichts schwarz oder angebrannt. Und ich kann nicht reinreißen, es ist heiß. Ich wollte euch zeigen, wie knusprig es ist, aber ich muss erst mal pusten. Ah, hört ihr das? Aua, oh, knusprig. Hm. Ich glaube, ihr hört es nicht. Also, probiert es unbedingt selber aus. Hm. Nicht nur ihr werdet begeistert sein, sondern auch euer Besuch oder Familie. Ja. Wenn es euch gefallen hat, macht ein Däumchen hoch und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und ja, ich freue mich, euch auf meinem Instagram-Account oder in meiner Facebook-Gruppe zu sehen. Und auf Insta nehme ich euch natürlich in den Stories mit in meinen Alltag. Bis zum nächsten Mal.